Herzlich willkommen zur 15. IT-Online-Konferenz 2024, meine Damen und Herren. Es geht los. Wie ebnet denn hybride Archivierung den Weg in die Cloud? Das wollen wir heute diskutieren. Und ja, wir werden kennenlernen, wie sich die Aachener Grundvermögen auf die S/4HANA und die Cloud-Transformation vorbereitet. Wir haben da ganz tolle Gäste im Studio, nämlich zum einen Sebastian Lemke, er ist Product Owner SAP bei der Aachener Grundvermögen Kapitalverwaltungsgesellschaft. Und er sagt uns, wir sind nun in der Lage, unsere hybride Landschaft optimal zu bedienen, indem wir zukunftssicher über CMIS in der Cloud archivieren und gleichzeitig noch einen Link zum Dokument in SAP ablegen. Unsere Archivierung schafft somit Sicherheit und ist eine erste gute Vorbereitung auf die weiteren mit der S/4HANA-Migration verbundenen Schritte. Sebastian, ich freue mich sehr, dass du uns hier Einblicke in euer Projekt gibst. Vielen Dank für die warmen Worte, Helge. Die Einladung, danke. So, zweiter Gast, Benny Schröder, Head of Development and Delivery bei KGS Software. Er sagt, wir erleben in unseren Kundenprojekten häufig, dass ein Vorprojekt, in dem Daten- und Dokumentengänge sowie zentrale Schnittstellen unter die Lupe genommen werden, den Einstieg in die komplette Cloud-Transformation deutlich erleichtern. Benny, schön, dass du mal wieder bei der IT-Online-Konferenz dabei bist. Ja, vielen Dank, Helge. Hallo an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich freue mich auch sehr, wieder dabei sein zu dürfen. Danke. So, Christina Schaaf aus dem KGS Marketing darf man natürlich nicht vergessen. Sie ist heute meine Co-Moderatorin. Ich begrüße dich ganz herzlich und du hast ein paar Hinweise zum Housekeeping auf jeden Fall schon mal für uns. Genau, vielen Dank, Helge. Auch herzlich willkommen von meiner Seite. Ich freue mich, dass wir mal wieder dabei sind. Und genau, ein bisschen was Organisatorisches meinerseits. Fragen können Sie gerne jederzeit im Fragenpanel auf der Seite stellen. Die beantworten wir ganz zum Schluss von dem Webinar. Sie sind während dem Webinar stumm geschaltet. Das heißt, wir können Sie nicht hören. Sie hören uns aber hoffentlich. Falls das nicht der Fall ist, dann müsste sich jetzt jemand kurz mal melden, aber ich gehe davon aus. Und genau, wir haben 30 Minuten Vortrag und am Ende dann, wie gesagt, ein kleines Q&A. Und genau, Helge, dann werfe ich den Ball wieder zu dir rüber für die kleine Einführung. Ja, genau, kleine Einführung ins Thema. So, SAP-Kunden suchen natürlich nach Aufräumarbeiten, nach vorbereitenden Projekten, um die Komplexität aus dem S/4HANA-Projekt zu nehmen und auch Risiken zu minimieren und natürlich auch so ein bisschen die Last aus den Fachbereichen zu nehmen. Das ist das Thema und Archivierung ist eins der Themen, die hierfür gut geeignet ist. Die Aachener Grundvermögen hat mit einem kleinen smarten Vorprojekt bereits einige Weichen für die Transformation gestellt. Haben wir ja eben schon auch gehört in den Eingangsstatements. Daher freue ich mich jetzt darauf, dass wir so ein paar Details kennenlernen, wie denn so die hybride Archivierung via Archive Link im SAP ERP plus CMIS mit der Business Technology Plattform in Azure umgesetzt wurde. Viele Fachbegriffe, mit denen wir hier schon wieder um uns werfen. Ich denke mal, dann im Laufe des Vortrags werden wir da auch ein bisschen Licht reinbekommen, wer die noch nicht gehört haben sollte. Sebastian und Benny, ihr habt uns da einen kleinen Vortrag vorbereitet. Ich werfe den Ball zu euch. Super. Bevor die zwei Herren dann mit ihrem Vortrag starten, haben wir uns aber überlegt, dass wir mit einer kleinen Kurzumfrage anfangen. Das machen wir am Anfang immer ganz gerne, dass auch so ein bisschen Mitarbeit einfach dabei ist. Und diese Umfrage würde ich jetzt kurz mal einblenden. Und zwar, planen Sie im Hinblick auf S/4HANA Ihre Archivierung zu überdenken? Wenn ja, was sind die Treiber hierfür? Sie können mehrere Antworten auswählen und bei dem Feld Sonstige sehr gerne auch, falls es da noch andere Treiber gibt, die mir dann auch nochmal hier in dem Fragenpanel schreiben. Dann könnt ihr da im Nachgang zum Webinar nochmal drauf eingehen. Hier wird schon fleißig geklickt, sehe ich. Auch das Sonstige Feld. Von daher gerne dann uns nochmal dazu kurz anpingen. Genau, gerne einen Kommentar schreiben, was das Sonstige ist. Die sonstige Antwort, sind wir ganz neugierig. Ja, super. Dann würde ich die Umfrage gerade wieder schließen. Jetzt wird nicht mehr geklickt und lese einmal die Ergebnisse vor. Also 60% haben gesagt, Cloud-Transformation, ne, ist der wesentliche Treiber. 36% haben die Prozessoptimierung genannt. 48% die neuen Schnittstellen und 24% doch Sonstiges. Von daher
Ich denke mal, die Antworten passen jetzt super zum Vortrag. Deswegen würde ich sagen, wir starten. Ja, vielen Dank. Also sehr interessant. Und vor allem auch freuen mich die 48% tatsächlich bei den neuen Schnittstellen. Da haben wir heute auf jeden Fall was dabei, aber auch die anderen zwei Themen werden berührt. So ein Projekt verfolgt ja meistens auch mehr als ein Ziel. Gut, vielen Dank dafür. Dann steigen wir ein. Und das ist nochmal dein Part. Genau, nochmal kurz zu der Agenda. Am Anfang sagen wir nochmal kurz was zu den zwei Unternehmen, von denen Sie jetzt hier was hören. Dann ein bisschen was zur Ausgangssituation, wo kommen wir eigentlich her? Anschließend noch die Herausforderungen. Dann kommen so ein paar Facts zum Projekt. Einerseits die Motivation, andererseits auch so ein paar Fakten, wie alles ablief. Dann die Lösung und dann so eine Zusammenfassung, was haben wir denn jetzt zum Schluss eigentlich erreicht? Während dem Vortrag werden wir jetzt auch unsere Kameras ausmachen und ich wünsche Ihnen jetzt ganz viel Spaß beim Vortrag. So, jetzt Ja, hoffe ich, dass vielen es Dank. zu sehr Es hängt hängt. gerade, genau, er hängt gerade. Ja, ich muss dann doch nochmal spontan wechseln. Jetzt ist gut. Jetzt ist Ja, gut. bin allerdings schon eine Folie weiter, also nur bedingt gut. Okay. Christina, vielleicht musst du doch einspringen. Kannst nicht beeinflussen, leider. Ein Problem, das machen wir. Dann tue ich doch jetzt mal, also sorry für die technischen Probleme. Dann Fünf. das jetzt übernehmen. Sehen Sie jetzt meinen Bildschirm? Sehr gut. Jawohl. Ja. Blätter mal Okay, weiter. Genau. so, hier waren wir und jetzt starten wir aber wirklich. Super. Ja, vielen Dank, Christina. Vielen Dank, Helge, nochmal für die einleitenden Worte und auch von mir ein herzliches Willkommen an alle Teilnehmer. Gerade gesehen, wir sind ja doch, haben ja doch ordentlich Resonanz auf zu unserem kleinen, smarten Projekt. Viele Teilnehmer und ja, scheint ja ein spannendes, für alle auch ein spannendes Thema zu sein. Kurze Vorstellung, Aachener Grundvermögen. Wir sind, anders als der Name es vermuten lässt, nicht ansässig in Aachen. Wir sitzen also unsere Verwaltung sitzt im Herzen von Köln. Aachener Grundvermögen ist eine hundertprozentige Tochter der katholischen Kirche. Und wie der Name schon sagt, wir sind eine Kapitalverwaltung. Wir verwalten Fremdkapital der katholischen Kirche in unterschiedliche Segmente. Also hauptsächlich investieren wir in 1A-Handelslagen. Gerade in Köln, wenn man aus Köln kommt oder aus Berlin, da kennt man sicherlich die großen Einkaufsstraßen. Da haben wir etliche Immobilien in unserem Bestand. Das ist ein Schwerpunkt. Das zweite Standbein ist, wir investieren auch in Wohn- und Sozialimmobilien, also Altenheime, Pflegeheime und Wohnimmobilien. Und als drittes modernes Standbein investieren wir auch in Realtech-Startups. Genau, haben da auch eine hundertprozentige Tochter, die High Street, die sich auf Passantenfrequenzen in den entsprechenden Einkaufsmeilen fokussiert. Also da hängen dann Laser von der Firma und wir messen die Passantenfrequenz und können so diese Daten auch entsprechend den Städten und Einzelhändlern zur Verfügung stellen. Ja, was haben wir? Wir haben ungefähr 400, knapp 430 Handelsimmobilien. Asset under Management haben wir jetzt, stehen jetzt kurz vor den 8 Milliarden. Also es ist nicht unerheblich, was wir hier verwalten von der Aachener Grund. Ja, wir sind 160 Mitarbeiter, also mitarbeitermäßig relativ klein und wir haben aktuell 18 Fonds aufgelegt, die eine hochwertige und langfristige ausgerichtete Anlagemöglichkeiten für die katholischen Kirchen und die Erzbistümer bieten. So viel, ja, zur Aachener Grund. Ich würde dann mal an Benny weitergeben. Dankeschön. Ja, auch von mir ganz kurz zur KGS, wer wir sind.
KGS wurde 2000 gegründet, das heißt, über 20 Jahre sind wir jetzt am Markt und ausschließlich im Bereich der digitalen Archivierung, vor allem mit und um SAP. Seit Beginn verfolgen wir da sehr konsequent das Prinzip der schlanken, intelligenten Archivierung und positionieren uns damit auch gerne mal ein bisschen anders als die DMS-Hersteller im Markt. Unter der Marke KGS TIA, die Intelligent Archive, transformieren und entwickeln wir unsere Services hin zu einem intelligenten Archivansatz. Dabei spielt die Umgebung, also On-Premise, Hybrid oder Cloud, auch keine Rolle. Wir gehen jeden Weg da gerne mit. Das werden wir auch heute hören. Und ja, ansonsten sind wir im Headquarter in Frankfurt oder bei Frankfurt, in knapp 50 Mitarbeiter und bieten von der Implementierung über die Services alles aus einer Hand. Ja, vielen Dank, Benny. Genau, eingangs bitte ich vielleicht noch mal ein bisschen meine ja doch heisere Stimme zu entschuldigen. Der Schnee in Köln ist zwar verflogen, aber so ein bisschen ist die Erkältung gekommen. Also dafür noch mal kurze Entschuldigung, dass ab und zu vielleicht mal ein bisschen heiserer wird. Ja, Ausgangssituation. Erstmal spannendes Thema. Die Reise, wo ist unsere Reise gestartet? Also wir sind gestartet 2021. Doch schon vor einiger Zeit und haben uns überlegt, wo können wir letztendlich Businessprozesse, das war eigentlich unser Treiber, wo können wir Businessprozesse verbessern und optimieren? Und vor allen Dingen, wo können wir uns Arbeit auf dem Weg zur HANA-Transformation vorab schon mal, ja, ich sag ein bisschen vorziehen? Wie war die Ausgangssituation? Wir haben uns entschieden, als neues Tech-Stack wirklich mit der SAP BPT zu starten. Also wir haben einen CPA-Vertrag mit der SAP geschlossen. Damals hieß es noch Cloud-Plattform. Mittlerweile ist es die Business Technology-Plattform. Die haben wir uns als Grundlage für alle unsere technologischen, ja, Tools und Services auserkoren. Also das ist auch unsere zukünftige Grundlage. Als zweiten Punkt ganz wichtig auch Microsoft hier zu nennen als Hyperscaler. Also wir haben alle Produkte von Microsoft im Einsatz und haben dann uns hier entschlossen, auch Azure als führenden Hyperscaler zu wählen. 2021, wir hatten ein On-Premise-Archiv, klassisch wie wahrscheinlich viele andere Unternehmen auch. Vom Prozess her sehen wir gleich nochmal auf einem grafischen Bild, haben wir wirklich nur Eingangsrechnungen gehabt, die werden ganz normal über Content-Server auf einem Server auch bei uns im Hause abgelegt. Wir haben keine Web-Anwendungen im Einsatz gehabt, keine ERP-Web-Anwendungen. Also haben klassisch den SAP GUI. Alle User nutzen nur den GUI als Frontend. Wir haben keine Web-Services und wir hatten auch keine Fiori-Apps. Cloud-Produkte hatten wir auch nicht im Einsatz. Und haben uns dann überlegt, was können wir denn besser machen? Wo können wir denn hingehen? Was können wir vorab greifen? Und sind über die Schiene Business-Prozesse als Treiber der Optimierung in Medias Res gegangen, muss ich mal sagen, um zu identifizieren, wo können wir das verbessern. Hier sehen wir nochmal das Zielbild, ja, das Ausgangsbild. Wir haben wirklich ein ERP, ECC 6.0, auch nicht der allerletzte Stand. Wir haben einen Content-Server, haben die Archiv-Middleware von einem Drittanbieter an Bord gehabt, keine Cloud-Technologie und auch nur die Archivierung von Eingangsrechnungen, die dann entsprechend in das Archiv abgelegt wird. Genau. Ja, welche Herausforderungen hat man bei so einer Transformation? Also für uns ist als Kapitalverwaltungsgesellschaft immer die größte Hürde, wir verwalten Fremdkapital und sind daher auch BaFin überwacht. Und neben den, ich sag mal, GOWD und Verfahrensanweisungen und haben wir halt noch die KIT,
und die BaFin, die alles ja nochmal ein wenig strenger macht. Also wir haben gerade im Auswahlprozess für die Cloud sehr viele Punkte, die da beachtet werden müssen an Regulatorik. Also wir haben einen Mix aus Regulatorik und Technik als größte Herausforderung gehabt. Wir mussten von der BaFin die entsprechenden Nachweise erbringen. Das war eigentlich so die größte Herausforderung auf der regulatorischen Seite. Auf der technischen Seite ganz klar neuer Tech-Stack. Wir haben kein Know-how im CMIS. Wir hatten wenig Know-how mit der BTP. Da werden viele Dienste angeboten und ja, Archivierung war jetzt auch nicht unser oberster Knowledge. Genau, also da haben wir wirklich einen Mix gehabt aus Technik und Regulatorik. Ganz, was noch erschwerend hinzukommt, ist, muss ich auch nochmal nennen, also wir haben die BTP ja als Tech-Stack entsprechend ausgewählt, müssen aber aufgrund der BaFin-Regulatorik auf die EU11-Plattform gehen. Das ist ein Server, der in Frankfurt steht und wovon außerhalb der EU auch keiner drauf zugreifen kann. Das heißt, wir haben da nicht immer alle Services zur Verfügung gehabt. Auch die Applikationen wurden nicht immer oder später auf die EU 11 oder bis heute auch gar nicht auf die EU 11 verteilt. Das ist eigentlich so ein riesiger Punkt für uns. Also wir sind da wirklich, was die Technik in der Cloud angeht, in dem Tech-Stack so ein bisschen eingeschränkter. Also war es wichtig, dort auch eine Lösung zu haben, die auf der EU 11 läuft und mit dem Azure-Archiv angebunden werden kann. Ja, jetzt fragen sich wahrscheinlich Projektmotivation. Warum machen wir das alles? Wo ist der Use Case? Use Case ganz klar, was war unsere Motivation und der Treiber und auch der Enabler fürs Budget, würde ich sagen, ist ganz wichtig gewesen. Also Vorbereitung auf die S4-Transformation. Sachen wegnehmen und Quick Wins holen. Also sagen, okay, wir haben unheimlich viele Workflow-Prozesse im Unternehmen, die Medienbrüche verursachen, die nicht durchgängig im System abgebildet werden. Und die haben wir analysiert, die Prozesse, und sind dann hingegangen und haben gesagt, ja, wir haben jetzt die 5 größten Workflow-Prozesse identifiziert. Die wollen wir verbessern, die wollen wir in die Cloud bringen. Und wenn wir die umsetzen wollen, müssen wir den ganzen Zyklus betrachten und brauchen natürlich auch zwingend ein Archiv. Ein System, wo alle Dokumente kalt- und GOBD-konform abgelegt werden können. Das heißt, wir haben das ERP als System, wo die Core-Funktionalitäten läuft. Und wir nehmen die BPT mit dem Workflow-Management, wo wir sagen, wir wollen Prozesse optimieren, Quick-Wins holen bei über Workflow betriebene Prozesse in der BPT mit einem Service-Workflow, mit einem über Handy und Web entsprechend, übers Launchpad entsprechend eingebbar und brauchen jetzt auch entsprechend für diesen Prozess und für alle Dokumente, die in dem Prozess hochgeladen werden, dann ein entsprechendes Archiv, ein zukunftsfähiges Archiv. Genau. Was haben wir noch als Treiber? Ganz wichtig ist, ja, zu den Fakten kommen wir gleich nochmal, können wir gleich nochmal gucken. Genau. Motivation, ganz wichtiger Punkt, wir wollen die User auch auf Fiori bringen. Also wir wollen eine Fioriisierung machen. Wir haben zwar kein HANA, aber wir wollen schon mal, dass die User sich mit den Apps entsprechend auch auseinandersetzen. Das war auch ein ganz großer Treiber, weil über die BTP dann entsprechend die Workflows, wir haben 5 große Workflows identifiziert, wo wir dann sagen können, okay, wir haben einen Investitionsauftrag als Beispiel, der User kann seine Sachen anlegen und heftet alle Supporting-Dokumente dann in den Workflow-Prozess an und schickt den zur Freigabe. Und im Hintergrund, und das ist wichtig, werden die Dokumente über die TIA Middleware in der Azure Library, in dem Azure Storage abgelegt und gleichzeitig dann auch ins ERP
transferiert über Archive Link. Genau, also Projektmotivation war für uns ganz wichtig. Also wir wollen Priorisierung, um die Punkte nochmal einmal kurz wieder zusammenzufassen für uns. Also Budget-Enabler ist einfach Prozessoptimierung gewesen. Ganz wichtiger Punkt für uns. Neue Technik, Readiness of S4, also sowohl das Archiv als auch die Fiorisierung. Wir nutzen so einen kleinen Benefit. User kam schon mal erste Erfahrungen mit Fiori-Apps, hilft uns im späteren Schritt dann auch weiter und unterstützt uns bei der S4-Transformation und bei Schulungen dann im nächsten Schritt. Genau, noch kurz zum Projekt. Wir haben zwei Phasen gehabt. Wir haben einmal ein Vorprojekt gehabt, wo wir das vorhandene Archiv abgelöst haben. Das hatte historische Gründe. Wir mussten das vorhandene Archiv entsprechend ablösen, haben dann über den POC sind wir dann an die Firma KGS gekommen und haben mit der KGS ja auch entsprechend dann im ersten Schritt das vorhandene Archiv auf ein neues Archiv 1:1 migriert. Mal um ein paar Fakten zu nennen, wir haben circa 500.000 Dokumente gehabt, 160 Gigabyte. Wir haben ein System, 37 Buchungskreise, wir haben vier Länder, in denen wir auch Immobilien verwalten. Und ein ganz wichtiger Punkt war dann auch die KGS-Migrationstechnologie. Da kommt der Benny sicherlich gleich nochmal drauf zu sprechen, dass wir anhand der Proxy-Technik dann betriebsunterbrechungsfrei auch migrieren konnten. Genau, wir waren intern drei Mitarbeiter, einfach mal um ein Gefühl zu bekommen für das erste Vorprojekt, wobei dann ein Mitarbeiter aus dem Business, aus dem Fachbereich dabei war und zwei IT-Mitarbeiter plus der sehr gute Support der KGS. Und sind dann im zweiten Schritt nach der Archivierung dann auf das Thema Web gekommen und CMIS, weil wir die entsprechend ja die BPT nutzen wollen und dann eine Lösung brauchen, womit wir die Dokumente per Archive-Link im ERP, das ist eigentlich so ein bisschen die Krux gewesen. Also wir haben ja noch das ERP-System, über Archive-Link hängen alle Belege an der Bestellung oder am Mietvertrag oder am Rechnungswesenbeleg oder am Investitionsvertrag. Parallel dazu sind aber auch die Dokumente über die BPT abrufbar und liegen zentral alle im Azure Storage. Genau, hier haben wir da zwei Mitarbeiter gebraucht, da brauchten wir jetzt den Fachbereich nicht im Zuge, haben dann entsprechend die Workflows angebunden an das CMIS-Archiv. Sehen wir gleich nochmal im nächsten Schritt, wenn wir nochmal ein Zielbild sehen, das aktuelle Zielbild sehen, das macht es nochmal ein bisschen deutlicher. Genau, zwei Mitarbeiter und auch wieder KGS-Support. Genau. Ausschlaggebender Punkt war hier nochmal, um das abzurunden für uns, habe es ja schon mal gesagt, die Regulatorik. Also wir brauchten auch eine Firma, einen Dienstleister, der uns schon von Anfang an auch eine CMIS-Zertifizierung nachweisen kann, also der entsprechend auch zertifiziert ist für beide Schnittstellen, Archive-Link sowieso, aber CMIS, ja. Genau. Ja, besten Dank, Sebastian. Vielleicht noch kleine Ergänzung, damit man dann noch ein Gefühl kriegt. Ein KGS-Mitarbeiter, der hat in etwa 20 Tage auf diesem Projekt gearbeitet. Also das ist vielleicht auch nochmal eine Einschätzung. Innerhalb dieser 10 Wochen waren wir in hoher Zeit, 20 PT ungefähr bei euch unterwegs. Ja. Das ist noch eine kleine Ergänzung und ein Gefühl für die Zuhörer zu geben. Genau, ansonsten vielen Dank bis hierhin. Jetzt wollen wir das eine oder andere noch mal ein bisschen tiefer legen, was wir schon gehört haben in Form von Lösungssetups zu detaillieren. Und du sagtest es jetzt schon, dass ihr euch strategisch für Azure und damit den Azure Storage Container oder Blob Storage entschieden habt und auf dieser strategischen Entscheidung nutzen zu wollen. Und dieser zeichnet sich jetzt vor allem über die Kennzahlen hier aus. Ich meine, das ist ein Full-Service SaaS, ein Storage as a Service sozusagen von Azure.
und damit eigentlich die üblichen Cloud-Kennzahlen, die man kennt, ne? Also hoch verfügbar. Es gibt Skalierungseffekte quasi ohne Limit. Es ist eine vollständig gemanagte Umgebung, die auch in vielen Regionen verfügbar ist und nahezu allen Regionen, die Azure aktuell anbietet, von Europa, USA und so weiter. Was ganz schön ist, man kann auch eine Redundanz per Klick herbeiführen, die verschiedene Level dann auch abwickelt, zum Beispiel lokal redundant, regional oder auch georedundant möglich. Ja, und die Performance lässt sich steuern. Man kann hier zwischen Hot und Cold unterscheiden und damit eigentlich nach seinem Gusto das Ganze konfigurieren und nutzen. Ein wesentlicher Punkt, vor allem im Thema Langzeitarchivierung, ist ja die Unveränderbarkeit über Zeit vor allem. Also man spricht hier von Retention. Und das nennt Azure bzw. Microsoft den sogenannten Immutability State. Das heißt, der Container letztendlich, in dem die Dokumente dann landen oder Daten landen von TIA Content Server, werden so gesteuert, dass sie eine konfigurierbare Retention erhalten und das dann auch auf dem Storage umgesetzt wird, sodass es eine echte Veränderbarkeit letztendlich dann abbildet. Das Ganze gibt es auch mit sogenannten Legal Holds noch. Da sind wir eher im ELM-Bereich für Daten-Lifecycle-Management. Aber auch das lässt sich auf dieser Storage-Technologie sehr galant und gut umsetzen. Ja, und zudem ist es natürlich auch noch sehr sicher, ich sage mal Security by Design. Und wir greifen hier über Schlüssel und private Endpunkte zu, sodass das auch sichergestellt wird und eine Cloud-Nutzung hier unbedenklich ist, auch für ja, ein doch relativ kritisches Segment, weil man hier natürlich auch Daten dann in die Cloud legt. Summa summarum kann man es für alle Schnittstellen nutzen und damit ist es grundsätzlich eigentlich mal aus unserer Perspektive sehr gut für eine SAP-Archivierung geeignet. Und das kann man verraten. Es gibt durchaus einen Trend in unserem Heimatmarkt, der vor allem jetzt Europa ist und Dach, dass dieser Storage wirklich sehr häufig mittlerweile verwendet wird. Dann schauen wir mal auf die Schnittstellenthematik. Da kam das Wort CMIS jetzt schon mehrfach und Archive Link. Das will ich vielleicht gerade auch noch mal ergänzen. CMIS steht für Content Management Interoperability Services. Recht sperriges Wort, aber was dahinter steckt, ist letztendlich eine Spezifikation aus dem Jahre 2013, die von führenden DMS-Anbietern, aber auch Microsoft und der SAP definiert wurde, mit dem Ziel, halt einen einheitlichen Standard im Bereich Dokumentenmanagement zu definieren. Und diesem Standard sind doch viele gefolgt. Das ist also so, dass es durchaus viele Anbieter im Markt gibt, die diese REST-Schnittstelle oder Schnittstellen nach dieser Spezifikation unterstützen. Und auch, ich glaube, aus diesem Grunde hat sich auch die SAP letztendlich dazu entschieden, diesem Standard zu folgen, was jetzt ihre Cloud-Services angeht. Und da sind wir in diesem Projekt vor allem auf der BTP unterwegs. Und so war das eigentlich auch alternativlos, dass wir gesagt haben, alles, was aus der Cloud kommt, wird nicht mehr Archive Link sein. Das ist auch nicht mehr State of the Art an der Stelle. Auch aus Sicherheitsaspekten nicht zu empfehlen. Und so kam mal CMIS in Frage. Sebastian hat es erwähnt. Wir waren dann zu dem Zeitpunkt auch zertifiziert, worauf wir auch wirklich bis heute stolz sind, dass wir da sehr früh dran waren. Und der Kniff war noch nicht ganz. Sekunde. Der Kniff war es letztendlich dann, diese hybriden Welten zusammenzubringen. Also einmal das ERP-System on-premise, was noch keine CMIS-Schnittstelle anbietet. Das ist erst ab S/4HANA on-premise, ich glaube 17.09 hat das Einzug gehalten, verfügbar. Oder eben dann auf den Cloud-Services S/4HANA Public Cloud, BTP, da gibt es einen DMS-Service, damit ist es auch verfügbar. Aber eben nicht on-premise im ERP. Und vielleicht da noch zwei Unterschiede zu Archive Link, die jetzt sehr ins Auge stechen. Man kann eben mit CMIS auch freie Metadaten bearbeiten an dem Objekt und das Ganze kennt auch Verzeichnisse und Dokumente, also auch Entitäten sind hier bekannt. Ja, und über diese Metadaten letztlich
dann auch suchen über die API, über die Schnittstelle. Das sind also zwei Themen, die sich ganz klar zu Arcad Flink jetzt abgrenzen, wo das nicht der Fall ist. Und vielleicht möchte man die eben auch in der Zukunft heben. Also kurz gesagt, man hat sich hier schon auch modernisiert und für die Zukunft aufgestellt, weil Arcad Flink einfach ein Auslaufmodell ist an der Stelle. Gehört jetzt einmal dich bitte weiter. Dritten Teil nochmal einen Schritt zurück. Wir haben, Sebastian sagte es am Anfang, ja auch erstmal ein Ablöseprojekt umgesetzt. Bevor wir also diesen Schritt dann in die Cloud gegangen sind, ging es ja erstmal darum, das bisherige Arcad Flink Archiv abzulösen on-premise. Da kam unser Migration Tool zum Einsatz, was diesen Übergang eben auch mit Proxy-Funktionalität ohne Downtime halt ermöglicht und ohne Veränderungen der Daten, auch hinsichtlich der Aufbewahrungszeiten. Also rundum wirklich ein Pain-Free, kann man zu Neudeutsch sagen, den Übergang zu gestalten. So, und dann ging es letztendlich darum, ja auch den beidseitigen Zugriff zu realisieren. Das heißt, man wollte ja aus dem ERP weiterhin ACF-linksseitig die Daten zugreifen können, aber gleichzeitig auch Daten über CMIS erzeugen können und von der BTP, von den BTP-Services oder den Apps dann abrufen können. Und das wurde von Anfang an durch die Lösung unterstützt. Die TIA-Content-Server-Lösung hat im Prinzip diese verschiedenen Schnittstellen-Adapter und dann aber eine transparente Abwicklung der Daten auf den Storage. Und dadurch erreichen wir eben, dass die Dokumente über die unterschiedlichen Schnittstellen zugreifbar werden, ohne dass es dafür nochmal nach dem Vorprojekt oder nach dem Migrationsprojekt in irgendeiner Weise notwendig war, Daten umzusetzen oder über Reports nochmal zu transferieren. Das war nicht der Fall, ist nicht notwendig. Und damit konnten wir das also im Nachhinein dann auch noch einführen, das Thema CMIS oder auch die Nutzung von CMIS, ohne da noch was tun zu müssen. Das gilt halt auch für alle anderen Kunden, die sich dazu entscheiden sollten, TIA Content Server mal einzuführen, dass man halt zu einem beliebigen Zeitpunkt dann einfach die Schnittstelle wechseln kann, ohne da noch was tun zu müssen. Und ja, die Indexierung, Protokollierung der genutzten Schnittstelle ist hier auch unabhängig zu sehen, also das hat auch keine direkte Kopplung. Relativ flexibel das Ganze und damit, glaube ich, auch attraktiv für die Aachener Grund. Und zu guter Letzt ging es dann letztendlich darum, in der zweiten Phase ja einen generischen Service anzubieten, mit dem dann archiviert werden kann aus der Cloud und diese berühmte Verknüpfung in ERP zu erzeugen, sodass auch da ein iCraft-Link-Zugriff erfolgen kann. Und dafür haben wir von KGS dann eine generische App entwickelt oder eine generische Codebase entwickelt, die Archivierung über CMIS halt abwickelt und den Link erzeugt, mit dem Ziel, dass eben die Aachener Grund oder Sebastian und sein Team da unabhängig von uns wird in der Zukunft, dass dieses Code-Snippet oder diese App weiter zu verwenden, autark in ihre Apps einzubinden und da quasi ihre eigenen Timelines und Projekte umsetzen kann. Das konnten wir erreichen an der Stelle und genau, das war also dann in der Phase 2 noch eine Errungenschaft, das herzustellen und zu übergeben und damit war dann im Prinzip auch das Projekt soweit umgesetzt. Genau, vielen Dank, Benny, für die gute Zusammenfassung. Wir haben nochmal ein Zielbild, ein aktuelles Solution-Diagramm mitgebracht. Ich bin da ein großer Freund von geworden über die letzten Jahre, weil gerade mit der BPT viele Service, viele unterschiedliche Dienste und Applikationen und die dienen doch schon dazu, mal einen Überblick zu erhalten, wo will man hin, was hat man erreicht, welche Service braucht man. Genau, also so sieht unsere Zielarchitektur jetzt oder aktuelle Architektur aus. Wir haben links immer noch die On-Premise mit einem alten ECC 6.0, haben dazwischen den Cloud-Connector verbunden, der uns die Absicherung in die BPT bringt und entsprechend die OData und Secure Tunnel. Und unten
sieht man dann auch die Komponente auch noch on-premise, den TIA Core, die Middleware mit der Verbindung zur Azure Library. Genau, der Benny hat es gerade erzählt, die Wiederverwendbarkeit ist für uns ganz, ganz wichtig. Da sehen wir die rote Box, da ist in der Mitte eigentlich unsere Workflow Engine. Also wir haben zurzeit 4 Workflows im Einsatz und können durch diese Wiederverwendbarkeit des Codes, also den die KGS für uns entwickelt hat, also diese Schnittstelle, das Coding, relativ einfach auch weitere Workflows anbinden, also eine hohe Wiederverwendbarkeit. Das war uns ganz wichtig, dass wir eigenständig da auch entsprechend die Workflows skalieren können. Also wenn ein neuer Workflow kommt, brauchen wir einfach nur den Code mit anbinden und haben relativ schnell die Sache deployed. Genau, rechts sieht man nochmal die Eingangskanäle. Wir haben Mobile, wir haben Handy und webbasierte Clients, gehen dann übers Launchpad, heute Build Workzone, rein und haben dann letztendlich unsere UI5-Apps. Der Anwender hat dann seine ganzen Workflows, die er sehen kann und die er starten kann. Also von der Start-UI geht es dann los. Und entsprechend können die dann die Dokumente alle ablegen. Das war uns ganz, ganz wichtig. Und dann geht es zurück halt in die, bis zur Azure Cloud, ins Archiv. Genau, also Zielbild ist eigentlich für uns ganz wichtig geworden, um auch mal das Verständnis zu haben. Ja, um die Sache abzurunden, was haben wir erreicht? Das war uns wichtig. Also ich denke mal, ja, was ist wichtig gewesen? Also wir haben die Prozessmodernisierung, das war eigentlich der Hauptenabler für uns, zu sagen, ja, Budget gibt es für Prozessautomatisierungen, für Modernisierung, für Vorbereitung in die Cloud. Es ist immer schwierig, nur aufs Archiv, auf einen Teil zu gucken. Also man muss den Prozess dann auch ganzheitlich, man braucht gerade in der Cloud ja immer viele Services und Applikationen, die dann ineinander übergreifen. Also Prozessmodernisierung ist eigentlich ganz wichtig für uns geworden. Wir haben teilweise den GUI in den Workflow-Prozessen durch Fiori ersetzt. Also wir haben eine Fiorisierung. Die Anwender können die neuen Fiori-Apps nutzen. Das war uns ganz wichtig. Wir haben Transparenz geschaffen. Wir haben durch den Workflow immer die Möglichkeit zu sehen, wo ist der Beleg. Das Business weiß, wo in welchem Status ist der Beleg, wo sind die Dokumente abgelegt. Wir haben keine Medienbrüche mehr, auch nicht im Archiv. Also wir haben wirklich alles zentral im Azure Storage, alles transparent. Genau, und für uns IT-Optimierung ganz wichtig, neuer Tech-Stack. Cloud Storage, CMIS-fähiges Archiv. Also wir haben da vorgebaut für den anstehenden Weg in dann die finale S4-Welt und in das große S4-Projekt. Also wir sind da eigentlich ganz zuversichtlich mit der Archivlösung schon mal wieder einen kleinen Teil oder einen kleinen Baustein weggenommen zu haben oder vorab realisiert zu haben, um dann wirklich den Fokus auf die Core-Prozesse legen zu können und mehr Ressourcen dann für die S4-Transformation einsetzen zu können. Ja, das ist eigentlich so zusammenfassend. Klasse, vielen Dank. Ich nehme das mal als Signal, dass wir in Richtung Zuschauerfragen gehen können. Ganz genau. Haben wir eine ganze Menge bekommen. Ich versuche mal, so ein paar Fragen hier zusammenzufassen. Werden Dokumente automatisch gelöscht? Wenn ja, wie funktioniert das tatsächlich? Und werden die tatsächlich gelöscht oder nur der Link zum Dokument? Wird Speicherplatz wieder freigegeben? Benni, ich glaube, da musst du mal aufklären. Also ein Löschen würde tatsächlich vollständig durchziehen, also wenn es denn löschbar ist, also keine Sperre drauf ist. Automatisches Löschen haben wir, denke ich, hier nicht umgesetzt nach Zeit. Da sieht SAP auch erstmal nichts vor. Das, glaube ich, ist kein Thema gewesen in dem Projekt. Aber wenn es gelöscht werden kann, dann wird es auch vollständig gelöscht, also Verknüpfungen wie Daten auf Azure. Dann wird es auch wieder freigegeben. Genau. Christina, hast du noch eine Frage?
Ja, ich scrolle gerade noch so ein bisschen durch. Vielleicht vorab die Fragen, die wir jetzt nicht beantworten können aufgrund der Zeit, die beantworten wir natürlich im Nachgang dann schriftlich auch sehr gerne. Ich habe mir jetzt hier noch mal eine durchgelesen, und zwar: Was sind die Vorteile der KGS-Lösung gegenüber dem Drittarchivhersteller, der bereits im Einsatz war? Den Ball spiele ich dir mal gleich rüber, wenn du getrunken hast, weil es kommt aus deinem Munde wahrscheinlich besser. Ja, also ganz wichtig war für uns die Zertifizierung. Also ich hatte es ja kurz erwähnt, wir haben vorher natürlich auch ein POC gemacht, Proof of Concept, wir haben ein RFP gemacht für eine Anbieterauswahl. Für uns war wirklich wichtig, die Regulatorik besteht über allem bei uns als Kapitalverwaltung. Und da war das Thema Zertifizierung natürlich ganz wichtig und die KGS hat da uns entsprechend mit ihrem Team unterstützt und auch die alle Zertifizierungen nachweisen können und uns auch wirklich auch da ja als geeigneter Partner sich schon in dem ersten Projekt herausgestellt. Also Zertifizierung und Wissen vor allen Dingen. Super, dann haben wir hier noch eine Frage, Benny, die geht, glaube ich, wieder an dich. Lässt sich KGS auch mit AWS S3 als Storage und den gleichen Features speziell der Unveränderbarkeit betreiben? Ja, absolut. Also auch S3 wird vollständig unterstützt, eignet sich genauso gut. Es ist wie gesagt nur ein Trend in Europa jetzt zu Azure, aber im Prinzip haben wir das auch in petto. Da gibt es das gleiche Thema Unveränderbarkeit auf der Objektebene und würden wir auch sehr gerne umsetzen, ja. Genau, nächste Frage wieder von mir. Das wird jetzt auch, glaube ich, die letzte zum Abschluss sein. Nochmal vielleicht, also hier ist nochmal die Frage, ich muss mich mal kurz sortieren. Was sind denn jetzt die Vorteile, seit CMIS im Einsatz ist? Soll ich mal? Also ich glaube, zwei Vorteile habe ich genannt, die man heben darf. Ja. SAP hebt die nur sehr begrenzt aktuell. Ja. Aber ich glaube, da wird mehr kommen, auch auf der BTP. Also das Thema Suchen vor allem über Metadaten, über Kontextinformationen zu einem Dokument. Das Dokument wird einfach aufgewertet, sage ich mal, als früher bei Archive Link, wo es einfach das Thema gar nicht gab. Ja. Und da war das auch nicht notwendig. Das sind so vor allem die Themen. Und dazu unterstützt es halt noch Versionierung, Full-Text-Search und so weiter. Also das ist bei der Spezifikation schon vorgedacht gewesen. Und ich glaube, da gibt es noch viel Potenzial zu heben. Klasse, also dann würde ich jetzt euch mal bitten, Sebastian, du vielleicht zuerst mal, was sind so deine zusammenfassenden Empfehlungen, die du unserem Publikum mitgeben möchtest auf dem Weg, wenn die sich selbst Gedanken machen, modernisiere ich schon mal mein Archivsystem, was kann ich tun in Richtung S4-Transformation, was wären so da deine Empfehlungen? Ja, also rechtzeitig sich mit dem Thema zu beschäftigen. Der Aufwand war ja, jetzt haben wir gesehen, der war überschaubar. Also es ist geringer Aufwand, aber man entzerrt halt ein bisschen. Das ist meine ganz klare Empfehlung. Also wenn man sagen will, okay, ich suche nach Punkten, die ich vielleicht jetzt schon mal rausnehmen kann. Ich meine, da gibt es ja viele andere Themen auch. Aber das ist auch meiner Meinung nach der Erfahrung auch ein Klassiker, den kann man vorher machen. Will man Quick Wins holen, kann ich auch nur sehr empfehlen. Also wir kamen jetzt ein bisschen oder wir kommen eigentlich über die Business-Transformation und Optimierungsschiene. Also für uns war der Workflow ganz wichtig. Und da haben wir dann die Hebel geholt. Und da kann ich nur empfehlen, guckt euch die Prozesse an. Wo kann ich schnell was umsetzen? Wo kann ich mich auf die S4-Transformation besser vorbereiten? Und das ist, glaube ich, wirklich ein gutes Thema. Mit wenig Ressourcen, wenig Budget schon mal gut Aufwand rausnehmen aus der Transformation. Super, stark, Sebastian. Ich habe für mich mitgenommen, Mensch, regulierte Unternehmen nutzen auch den Weg in die Cloud. Und wenn die das können, dann kann das jeder andere auch, der nicht solchen strengen Regulatorien unterliegt, ne? Also gab es ja noch vor vielen Jahren oder vor wenigen Jahren, nicht vor vielen, vor wenigen Jahren, gab es ja da noch sehr starke Restriktionen, dass die gesagt haben, wir dürften gar nicht in die Cloud. Dieses Thema ist durch, ne? Genau, ja, genau. Man muss halt gut vorbereitet sein. Also wir haben halt auch Checklisten, genau, das Thema ist erstmal durch. Man muss halt ja
Es ist viel Regulatorik, Verträge prüfen und genau. Genau, ist nicht einfach, aber handelbar. Es ist handelbar. Nee, wir sind da, ist auch eine gute Innovation, auch für stark regulierte Unternehmen. Stark. Also viel Erfolg für die weiteren Projektphasen, ja. Sebastian, insbesondere dann für die S4-Transformation, wirst du ja auch einiges mit zu tun haben. Wenn ich da deine Rolle mir nochmal vergewissere. Und Benny, dann die gleiche Frage an dich auch. Was sind so deine Empfehlungen? Was würdest du mit auf den Weg geben? Ja, ich muss da auch ein blasendes Horn. Ne? Also wenn man sieht, wie Sebastian und sein Team das angegangen sind als Vorprojekt und mit den drei, ich sag mal, Outcomes, Prozessoptimierung, also wirklich aus User-Sicht optimiert, IT-seitig optimiert und gleichzeitig ein Stück weit Stress rausgenommen, dann kann man schon von einer Win-Win-Win-Situation sprechen. Also kann ich eigentlich nur auch empfehlen, das vorab mal zu differenzieren, was können wir dann jetzt schon machen, bevor wir das große Rad drehen, und das ist dann auch die Empfehlung. Ja. Super, also vielen Dank. Was macht man dann, wenn man tiefer einsteigen möchte ins Thema? Was sind so die typischen ersten Schritte, Benny, wenn man da sagt, Mensch, ich muss mehr wissen? Ja, also sehr gerne uns hier kontaktieren. Wir haben natürlich hierzu auch noch einen ganz spannenden Newsletter und eine Case Study mit der Aachener, und dann wollen wir natürlich auch unterstützen, den einzelnen Kunden da abzuholen, wo er ist, um es mal so zu sagen. Also wir melden uns sowieso, das können wir schon ankündigen, aber toll ist es, wenn Sie sich da ein Stück weit auch mit drauf einlassen und dann auch Informationen schon dabei haben. Genau. Technologietage in Hamburg sehen wir uns, glaube ich, auch, Benny, richtig? Ich leider nicht, aber Kollegen, ja. Ja, super. Also dann freuen wir uns auf die Kollegen. Und Christina, ganz herzlichen Dank auch an dich für die Unterstützung hier, für die Co-Moderation. Und dann danke auch an alle, die hinter den Kulissen mitgeholfen haben. Und natürlich an Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, für Ihr Interesse. Wir haben noch anderthalb Tage IT-Online-Konferenz, ist noch das ein oder andere dabei. Würde mich freuen, wenn wir uns da auch noch wiedersehen. Ne? Also S4 ist noch nicht vom Tisch. Soweit, das kann ich verraten, und es gibt da noch viel zu tun. Bis bald. Ne? Tschüss. Vielen Dank. Dankeschön. Tschüss. Ciao.